Jetzt müsste auch der vertikale Stream angehen. Hochformat, Vertikalformat, beide Formate. Schocki, ich grüße dich. Hi. Ich habe es doch geschafft, heute zu streamen, Schocki. Das war auf jeden Fall mein Ziel. So, jetzt bin ich auch hier live. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Bot gerallt hat, was er machen muss. Das wäre natürlich jetzt interessant. Ich schreibe mal kurz Test in den Chat. So, Leute, ich bin noch mal wieder hier ganz fundamental am Experimentieren, wie ich das machen möchte mit den Streams. Bin mir da noch nicht 100% sicher. Man muss ja auch manchmal mit der Zeit gehen. Und Hochformat-Streams sind ja vielleicht aktuell die Meta. Weiß ich nicht. I don't actually know. Ich habe aber gerade irgendwie das Gefühl, dass mein Bot überhaupt nicht am Start ist. Warte mal, wo ist jetzt mein Bot? Wo ist mein Bot? Ist mein Bot hier? Ausrufezeichen, Coins. Wo zum Teufel ist jetzt mein Bot gerade? Okay, den restarte ich kurz, den Bot. Ich glaube, der Bot ist komplett broke gewesen gerade. Der wusste gar nichts mehr. Deswegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt so machen möchte. Oder ob ich irgendwie anders machen möchte. Sicher bin ich mir der Action wirklich noch nicht. Ich habe noch Photoshop offen. Das kommt weg. Zack. Deswegen, gerade weiß mein Bot, glaube ich, nicht ganz, wo er hin muss. Habe ich so das Gefühl, dass er das nicht ganz weiß. Aber generell weiß, glaube ich, YouTube gerade nicht so viel mit mir anzufangen. Weil ich ja gerade auf zwei Plattformen auf Dings. Ich gehe auch gleich auf TikTok live. Ah ja, perfekt. Hat funktioniert. Der Bot ist jetzt bei dem horizontalen Stream und bei dem Hochformat-Stream ist kein Bot. Das ist aber auch, glaube ich, nicht so tragisch. Kommt TikTok live? Jipp. Sobald ich hier fertig bin. Jetzt mache ich nämlich auch TikTok am Start. Bayern, meld mein Bester. Ich grüße dich. Wir machen heute wahrscheinlich wieder Skin-Contest. Ja, später dann wieder ein bisschen was anderes. Vielleicht Custom Games, vielleicht Zone Wars. Wir schauen mal, ne? Wir schauen actually mal. Ne? Kann ich ja mal hier zeigen. So sieht's aus. Und jetzt geht's hier in. Bam. Und jetzt gehe ich hier auch noch auf TikTok live. Live starten. Zack. Fortnite spielen wir. Und starten. Zack. So, dann bin ich jetzt auch auf TikTok wieder live. Das ist auch schön. Dann mache ich das hier drüben hin. Damit das hier alles organisiert. Damit ich hier wieder meine drei Chats habe. Meine drei, vier Chats habe vor Augen. Dass ich hier wieder alle Chats habe. Ne? Ich sehe gerade, dass mein Internet mal wieder Faxen macht. Aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Ich hoffe, dass es nicht zu krass wird. Das ist leider irgendwie aktuell. Ich weiß nicht ganz, ob es wirklich an meinem Internet liegt oder ob mein PC maybe auch einfach ein bisschen broke ist, was so das Internetnetzteil angeht. Deswegen nicht wundern, wenn ich kurz für ein paar Sekunden weg bin, könnte jetzt gerade ein bisschen krachen. Könnte gerade ein bisschen krachen. In der Leitung. So, jetzt will ich aber erstmal ganz kurz einen Überblick verschaffen, wie es gerade aussieht. Also der Stream ist live, der ist live. Atem, mein Bester, ich grüße dich. Auf TikTok. Sehr, sehr nice. Dann habe ich den Stream hier live. Hochformat-Style. Paul, ich grüße dich. Bis wann bist du live? Ich weiß noch nicht ganz. Ich habe morgen Uni, deswegen weiß ich noch nicht, wie lange ich wirklich kann. Sozusagen heute. Aber wir schauen das nochmal. Wir machen das mal ein bisschen spontan. Auf spontane Basis. Ne? So, ich hoffe, der Stream funktioniert. Ich bin nur ganz kurz auf meinem Handy unterwegs, ob der Stream wirklich funktioniert. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. So, zack, zack. Ich gucke mal kurz selber meinen eigenen Stream rein. Hier natürlich wieder Werbung. Perfekt. Auch mal ein Like da lassen, Leute, wenn ihr schon dabei seid. Wenn ihr es noch nicht getan habt. Gerne, gerne auch ein Like da lassen. Oh, sehr gut. Der Stream funktioniert auf jeden Fall. Und jetzt noch der andere Stream. Dieser hier. Zack. Ja, perfekt. Hochformat-Stream. Scheint auch erst fürs Erste zu funktionieren. Perfekt. Hab wieder Asi Verstecke für Prop Hunt. Vielleicht spielen wir nachher vorher noch Prop Hunt. Ich würde jetzt einfach sagen, zum Einspielen, Leute, für die allererste Runde gehen wir in eine Runde Public, also in eine Runde Battle Royale. Einfach auf eine entspannte Solo-Round. Einfach nur so ein bisschen was
zum Reinkommen, zum Reinspielen. Und danach machen wir, habe ich annehmen gedrückt? Ja. Und danach machen wir Skin zu dem Contest, würde ich sagen. So, ich muss mir ganz kurz hier mal euch das alles einblenden. Ne, das ist nicht die Taste. Genau. Aber der Code hat nicht funktioniert. Skin Contest machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir machen eine Runde normal und dann machen wir, danach machen wir Skin Contest, Leute. Danach machen wir Skin Contest. Und Paul Mal, danke für ein Follow auf TikTok. Sehr, sehr nice. Wir machen gleich Skin Contest und dann geht's los. Also, aber erste Runde machen wir nur so solo, solo ranked aus. Zack. Ihr seht's hier auf dem, aber leider noch nicht hier drüben. Wartet kurz, Leute. Custom Code ist Dodo12 an die TikTok-Atzen. Ihr seht's ja nicht. Custom Code Dodo12, Modus Solo. Also, Custom Code Dodo12, Modus Solo. Ich muss das alles mal ein bisschen ordentlicher einstellen, weil das dauert leider immer seine Zeit. Deswegen, rup, an die Hochformat-Atzen noch. Custom Code, obwohl doch, wir müssen es auch sehen auf TikTok, ne? Ja, perfekt. Custom Code Dodo12, Modus Solo. Wir gehen rein. Ne, wir machen dann nachher auch einen Skin Contest. Sagst du heute wieder dreimal, warte mal, wow, drei Siege in Folge, wäre auf jeden Fall crazy, Vipex. Wäre auf jeden Fall insane. Jetzt bitte. Wir machen das nach der Runde. Es sind ein paar mehr Leute am Start. Weißt du, was ich meine? So, super entspannt. Super, super chill. Super, super entspannt. So. Sehr, sehr nice. Ich glaube, ich nehme den Chat hier raus. Bumm. Live-Chat. Dann mache ich das Ding mal hier zu. Mach das hier groß. Lass doch immer gerne ein Like auf den Stream. Auf den Streams da, auf jedem Stream natürlich. Würde mich sehr freuen. Starte, yo. Ich denke, wir sind, denke ich, auch sehr viele schon am Start. Und danke an GRX. 13p, danke für den Follow auf TikTok. Sehr, sehr nice. Thanks für dein Follow. Und Messi Goat hat den Stream sogar geteilt. Sehr, sehr nice. Justin, ich grüße dich, willkommen im Stream. Und DB, danke für den Follow auf TikTok. Ich habe jetzt auch extra einen neuen TikTok-Counter eingefügt. Da ist auf jeden Fall auch sehr viel neu am Start. So, jetzt habe ich hier das alles, glaube ich, eingestellt. Müsste eigentlich passen. Ich würde sagen, wir starten in einer halben Minute. Also in 30 Sekunden machen wir mal hier einen Start. Sind schon 10 Leute am Start, sehr, sehr nice. Gehen wir direkt rein in die Round. Und auch Thanks an jeden Arzt, der auf YouTube abonniert, Leute, an die TikTok-Leute. Kommt gerne rüber auf YouTube, wir streamen auch auf YouTube. Ne? 16.100 Abos wäre auf jeden Fall crazy heute. 16.100 Abos wäre auf jeden Fall ein Goal. Okay, let's go, wir gehen rein. Wir landen alle so in einem Ort, Leute, wir landen alle in einem Ort. Ich weiß noch nicht ganz, warum mein Internet heute ein bisschen Auge macht. Ich beobachte das mal. Ich hoffe, wenn Probleme mit dem Internet sein sollten, Leute, schreibt es ruhig in den Chat, Leute. Ich check das dann. Und guck, dass das dann irgendwie hoffentlich dann besser wird. Das ist natürlich immer nicht so geil, wenn es Internet-Problems gibt. Aber ihr kennt das wahrscheinlich von euren eigenen PCs. So, wir gehen in Skin Contest, ist das nicht. Wir machen nach der Runde Skin Contest. Was hast du für einen PC? Ja, ich habe einen übel alten PC. Also ich habe den PC schon seit 5, 6 Jahren. Leute, wir gehen alle... Wir sind 10 Leute, ne? Ja, lasst uns irgendwo hier hingehen, Leute. Landet mal irgendwo hier in der Gegend, please. Irgendwo hier. Deswegen ist mein PC echt nicht so stark. Der ist schon echt alt. Der ist wirklich echt alt. Wir gehen einfach hier hin, spielen eine Runde Battle Royale. Ne. Heute Prop Hunt. Maybe später noch Prop Hunt. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Wir machen jetzt gleich erstmal Skin Contest und danach Prop Hunt. Das ist auf jeden Fall der Plan fürs Erste. So, landet mal irgendwo hier Mount Olympus, so die Gegend. Mal sehen, ob ich diesmal auch mal wieder eine Runde gewinnen kann. Gestern habe ich ja eine Custom Game Solo Round am Anfang gewonnen gehabt. Mit irgendwie 4 Kills. Das war auf jeden Fall relativ stabil. Ich habe WLAN-Probleme. Miese Brise, aber kenne ich nur zu gut. Mein Internet ist da auch nicht so das Beste, tatsächlich. Und noch 2 Stunden, dann habe ich Sohaze. Wie fährt Sohaze? 340? Warte mal, Sohaze hat 340. Oh, ich muss gleich nochmal genauer schauen. Ich muss erstmal killen, dass ich hier nicht drauf gehe. Deswegen. Oh. Oh mein Gott.
gute Shotgun. Ich kann nicht sein. Du kannst nicht was? Du kannst nicht sehen? Meinst du sehen? Müsste eigentlich... Ich habe alles richtig eingestellt. Müsste so zumindest sein. Tommy Gun. Weiß nicht, ob hier welche gelandet sind. Ich habe keinen jetzt gesehen, gehört direkt fürs Erste. Deswegen zweifle ich gerade noch ein bisschen. Nee, ich kann nicht joinen. Gänsecode. Was? Gänsecode verpackt, glaube ich. Ich glaube, du meinst wahrscheinlich Custom Code und die Autokorrektur hat das in Gänsecode verwandelt. Okay, ich check, glaube ich, aber was du meinst, Mate. Oh gut, oh gut. Der Live laggt? Okay, ja, ich check gleich mal, woran das liegt. Alexander Schweier, thanks für dein Follow auf TikTok. Ich weiß nicht, laggt es auch auf TikTok? I don't know, maybe vielleicht liegt es auch an YouTube. Ja, Schoki, das war's nicht. Schoki, das war's. Ipix, schreib mal einen Stream. Laggt der Stream auf YouTube? Muss ich gleich mal schauen, woran es liegt. Ja, okay, gut, dann checke ich das gleich mal. Bei mir ingame ist immer, es kann jetzt ingame noch ein bisschen laggen, weil erste Runde auf PC ist eh immer ein bisschen broke. Also erste Runde PC laggt eh immer ein bisschen. Oh mein Gott, Adler Auge Dodo hat gesehen, wer es war. Boah. Leckt so hart. Okay, gut, dann schaue ich gleich mal, woran das liegt. Nein? Okay, TikTok hat anscheinend nicht so Problems. Ist eher so YouTube-Type-Beat, maybe. Okay. Ja, TikTok leckt auf jeden Fall nicht. Schreien die Leute. Ja, ich schaue gleich mal, woran das liegt bei YouTube. Warum letzten Sonntag nicht live? Was war letzten Sonntag? Boah, ich habe so kurze Gedächtnis teilweise. Ich weiß es actually selber nicht mehr, was letzten Sonntag war. Roski, wo seid ihr, Leute? Hier sind noch 6 Leute am Leben. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wir wollen doch hier eine geile Action-Round haben, damit wir gleich eine Runde Skin-Contest spielen können. Ja, aber ich merke gerade, Ingame ist bei mir auch nicht so FPS gerade am Start. Ich schaue gleich mal, woran das liegt. Ja, mein PC ist halt wirklich echt alt. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, mir nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr, einen neuen PC zu holen. Einen komplett neuen, komplett frisch. Einen, der richtig Leistung hat. Aber bis dahin... Rotpunkt-Visier ist so geil, Leute. Oh mein Gott. Das ist so ein geiles Visier. Na, perfekt. Ich habe vergessen, dass Bananen nichts bringen. Oh, dieses Visier ist so nice, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Ich bin so huge Fan. Kann sein, dass ich gleich den Stream nochmal auf... glaube, 3 Streams packt dein PC nicht. Leckt schon seit gestern. Ich weiß nicht ganz, ob es wirklich an der Leistung liegt oder ob es vielmehr an am Internet liegt. Das muss ich gleich rausschauen. Ich glaube, es liegt tatsächlich an beiden, so ein bisschen. Weil der TikTok-Stream läuft relativ flüssig, I guess. Wird mir zumindest angezeigt. Ja, ist leider ein bisschen tricky. Alles ein bisschen tricky. Aber ich schaue das gleich nochmal nach, woran es liegt, genau. Sobald mich jemand killt oder ich die Runde gewonnen habe und ich in der Warteschlange bin. Aber hier ist irgendwie keiner mehr, oder Leute? Seid ihr noch hier? Sonst, gehe ich in Angriff. Warst, glaube ich, im Urlaub. Oh mein Gott. Letzten Sort. Oh mein Gott, Digga, was ist jetzt los? Ich check gar nicht von wo. Werde ich gesandwiched? Ich check's gerade noch nicht ganz. Oh ja. Wurde ich. Oh, jetzt sind plötzlich 4 Leute hier. Oh fuck, war das lost. Oh mein Gott, war das lost. Er hat's gut gemacht. Ich hab keine Metz mehr. Ja. Ich hatte actually real rap keine Mats mehr. Okay, warte, ich schau mal kurz, woran die FPS-Problems liegen. Ich schau mal selber erstmal. Ich schau mal selber meinen Stream.
Ich schau mal selber in meinen Stream. In der Runde ist ein Cheater. For real, for real. Wer soll cheaten? Also ich hatte ja schon wirklich mal zwei, dreimal Cheater, aber I don't know, ob es die Runde jetzt auch einen Cheater gibt. So, ich schau mal kurz bei mir selber rein in den Stream. Wie es ausschaut. Okay. Gerade sieht es eigentlich relativ clean aus, I guess. Der, mein Internet macht hier so Überfaxen. CPU sieht auch nicht so gesund aus. Ich guck mal kurz in meinen schlauen Task Manager. Obwohl CPU geht. Ich habe nicht so viel Auslastung. Auch Arbeitsspeicher geht. Dürfte eigentlich fit gehen. Grafikkarte ist okay. Das ist okay. Das ist okay, das ist okay. Ja, es liegt am Internet gerade. Ich werde mal ganz kurz den Stream beenden. Warte, ich guck mal, ob es einen Unterschied gibt zwischen dem Hochformat und dem anderen Stream. Okay, gut, da hat man einen Mega-Lag gehabt, sehe ich. Ja, okay, okay. Man sieht auf jeden Fall einen krassen Unterschied zwischen dem Stream und dem anderen Stream. Okay, I see, I see. Und hier ist nicht das Problem, I guess. Also TikTok läuft wirklich gut. Okay, es ist krass. Also der andere Stream, der Stream läuft hier nicht so. Der Stream läuft schon. Ich guck mal ganz kurz eine Sache. Der Stream hat hier so Probleme. Ja. Der ist. So, guck jetzt auch auf TikTok. Ich würde ganz gerne wissen, warum. Ich refresh den mal ganz kurz. Das heißt, es wird jetzt ganz kurz da Probleme machen. Vielleicht, wenn ich das ein bisschen runterkappe. Ich sehe das ja bei mir. Aber die anderen Streams laufen echt gut. Ich glaube auch, der Hochformat-Stream läuft flüssig. Bloß oh mein Gott, schöner Snipe. Der Horizontal-Stream macht Probleme. Das ist dann irgendwie vielleicht YouTube zu viel. Obwohl jetzt gerade geht's. Jetzt ist alles wieder im Grün. Schauen wir selber kurz rüber. Es sind noch zwei Gegner für den Atzen. Machst du Custom Games? Ja, aber wir machen gleich Skin Goddess nach der Runde. Wir machen gleich Skin Goddess nach der Runde. Ich glaube, zwei Streams auf YouTube packt. Das kann sein, dass es daran liegt. Ist möglich. Ist jetzt auch nicht so classically das was man so macht auf YouTube so. Aber gerade leckt's nicht mehr, sehe ich in der Vorschau. Welches Thema Skin Contest? Wir machen erste Runde Thema egal, also da könnt ihr euch ein Thema aussuchen. Okay, er baut gerade die Frames ab, also es scheint nicht zu laggen. Okay, wir beobachten das mal weiter. Aber bisher scheint es gut zu laufen. Darf ich mitmachen? Safe, wenn du Bock hast, kannst du mitmachen. Alle, ihr könnt mitmachen. Safe, safe. Immer noch dasselbe, es leckt schon wieder. Aber auch im Hochformat-Stream? Weil da müsste es eigentlich maybe sogar clean funktionieren. Ich habe gerade keine Lags gehabt, als ich gestreamt habe. Oder ist es so ein Ladekreis? Go. Ist es so ein Ladekreis? Es ist so ein, wie heißt es hier? Ein Ladekreis halt. Ich guck mal selber mal rein. Aber eigentlich. Okay, jetzt sehe ich es auch. Okay, crazy. Also TikTok kriegt er easy hin. TikTok hat da nicht das Problem, aber hier hat das Problem. Ich beende mal einen der Streams.
Ich beende mal den Stream hier. Ich bin TikTok nicht so drin, was Streams gucken angeht. Oh! Mila the Queen. Hat aber auch gute Kills gemacht. GG's, stark, stark. GG's. An Mila. GG's. Okay, wir gehen in. Wir gehen in. Jetzt ist der andere Stream wieder da, Vipex. Du kannst wieder drücken. Wir gehen in Skin Contest rein, Leute. Wir gehen in Skin Contest rein. Wir machen Skin Contest. Thema egal. Thema egal. Ihr könnt alle mitmachen, wenn ihr wollt. Ihr könnt alle mitmachen. Wichtig ist bloß, zack, wir gehen hier wieder rüber in meine richtige Szene dafür. Und zwar ist Thema, Thema ist egal. Zack. Aber der Custom, ihr braucht dafür meine Map, Leute. Wenn ihr mitmachen wollt, ist ganz easy. Ihr braucht meine Skin Contest Map, die Map, die hier unten drunter steht. Ihr müsst einfach nur Dodo eingeben. Und wenn ihr Dodo eingegeben habt, seht ihr hier direkt schon meine Map. Dodo Skin Contest. Die Map braucht ihr. Die müsst ihr auswählen. Und dann müsst ihr dort den Custom Code reinmachen, den ich euch jetzt gleich sage. Und dann seid ihr schon drin. Und dann ist schon easy. Ne, wir haben keine Stream Sniper. Wir haben keine sonstigen Probleme. Easy peasy. Jeder kann mitmachen, Leute. Ne, auf entspannt. Huch. Da wollte ich hin, sorry. Genau, Custom Code ist Dodo. Wait a second. Jetzt habe ich meinen eigenen Code vergessen. Okay, perfekt. Custom Code ist einfach nur Dodo. Custom Code Dodo, Thema egal. Ihr könnt euren Skin eurer Wahl nehmen. Warte, mach ich mal ein bisschen größer noch. Ihr könnt einen Skin eurer Wahl nehmen. Das ist super chill. Ihr könnt, egal was für eine Kombo nehmen, sie muss einfach nur passen, gut aussehen. Ich bin nämlich kein Fan von Hochformat. Ja, check ich. Aber, gib mal einen Call. Funktioniert jetzt flüssig, der Stream, Vipex? Wie sieht's jetzt aus mit dem Stream? Also bei mir im Dashboard sagt er, alles clean, alles fine. Sicher bin ich mir da aber noch nicht. Aktuell, ja, okay. Ja, ich werde es im Dashboard dann sehen, wenn es kracht. Und Justin, danke fürs Teilen vom Stream. Rocket League Auto? Rocket League Auto? Was meinst du mit Rocket League Auto, Mate? Rocket League Auto. 15 Leute sind schon drin, sehr, sehr nice. Kommt gerne alle rein. Auf Entspanterino. Eine Sache will ich kurz ändern, Leute, nicht wundern. So, nicht wundern, Leute. So. Sehr, 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 sehr nice. Ich komme nicht rein, die Warteschlange ist voll. Die Warteschlange ist nicht voll. Die Warteschlange hat noch genug Platz, mein Bester. Wenn du Bock hast, kannst du noch reinkommen. Also es müsste eigentlich funktionieren. Also er sagt auf jeden Fall, dass die noch dass noch Place ist, dass noch Platz ist. Wir sind 18 Leute in der Warteschlange. Deswegen ist super entspannt. Nehmt euch eine coole Combo. Wichtig ist natürlich, dass Skin, Backbling und Spitzhacke kein Set ist. Ne? Das ist super wichtig, Leute. Die drei Sachen hier dürfen nicht aus einem Set sein. Ist ja sonst auch etwas langweilig, wenn das alles Sets sind. Deswegen immer aufpassen, dass die drei Sachen nicht zu einem Set gehören. Das ist immer super wichtig. Dann ist ja irgendwie deine Handcam. Bro, wofür? Handcam? Handcam war crazy. Ich hab die, glaube ich, immer noch an. Ey, Broski hier. Hier, ja, Handcam ist immer noch on point. Boah, aber immer noch bin ich hier spiegelverkehrt. Handcam ist immer noch hier oben mies am Start. Boah, Junge. Was eine Krise hier oben, das zu steuern. Das haben wir hier mies die Handcam auf Basti GHG angelehnt. Zack. Morgen erstmal Test, aber trotzdem im Stream chillen. Test kracht. Darf Tanzset sein? Ja, Tanz ist okay. Tanz ist okay. Bro, und was schreibst du in den Test? Obwohl Tests waren ja eh immer so ein bisschen. Waren halt Tests.
Ja, kannst du zeigen, was du drauf hast? Glaube, dass. Ich weiß ja, ob man bei Fortnite überhaupt so viel sieht. Spanisch. Oh, Spanisch. Spanisch. Spanisch war ich eigentlich immer relativ gut. Da waren die klassischen Vokabeltests immer am Start. Das waren ja immer die klassischen Vokabeltests. Ich würde sagen, wir starten in einer Minute. In einer Minute würde ich starten, Leute. Machst du heute noch Dodo sagt? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir haben gerade so ein chilliges Mathe-Thema. Welche Klasse bist du, Vipex? Leute, lasst gerne auf den Streams ein Like da, egal ob es auf TikTok ist oder auf den Streams auf YouTube. Bro, was mit deinem Kanal passiert? Genauso wie mit mir. Ich habe keine Ahnung, was du gerade meinst. Digga, Lehrer gibt schon Epstein-Vibes, okay? Das ist kritischer Hase. Darf Spray und Set sein? Ja, das ist all gut. Das kann alles Set sein. Das ist nicht das Problem. Das kann alles Set sein. In der 9. Klasse Volumen berechnen? Ja, Bro, Volumen war auch wirklich most chill Thema. Okay, let's go, wir gehen rein. Volumen war ehrlich entspannt. Da kommt noch so viel crazy Zeug. Aber 9. Klasse. Da hast du auf jeden Fall noch viel vor. Da hast du auf jeden Fall noch viel vor. So, ich habe gestartet, wir gehen rein. Mach nach der Runde Prop Hunt. Wir schauen mal, wann wir Prop Hunt machen oder so. Schauen wir mal. Und Leute, ist gerne auch ein Creator Code DodoYT natürlich gerne im Item Shop da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Immer für einen aktiven Support. Braucht man ein Rocket League Auto? Nein, nein, all gut. Also Autos bewerten wir noch nicht. Autos bewerten wir Action noch nicht. Gefühlt das einfachste Thema, ja, ist es auch. Also Volumen, Umfang und so, das ist actually nicht so wirklich schwierig. So, ihr habt hier auch noch in der Map hier solche Kabinen, Leute. Also wenn ihr euren Skin changen wollt, könnt ihr es hier machen. Darf man Set? Nein, nein, Set ist nicht erlaubt. Aber halt nur Skin, Spitzhacke und Backbling darf kein Set sein. Der Rest kann ruhig Set sein. Aber die drei Sachen, die ihr hier auch gerade seht, die dürfen kein Set sein. Das ist super, super wichtig. Bei mir steht immer noch Warteschlange voll. Da bist du vielleicht in eine falsche Lobby gejoint? I don't know, weil wir sind hier auf jeden Fall mit 18 Leuten am Start. 18 Leute sind hier auf jeden Fall in der Lobby gerade am Start. Hab jetzt den Bug genutzt und bin drin. Was für ein Bug, Bro? Ich raff nicht, ich raff nicht. Es war gestern schon so schocky. Schreibt mir mal, wie ihr respawnen konntet. Ich habe keinen Plan. Also ich habe nachgeschaut, wie respawnt es aus. Und laufend im Spiel beitreten dürfte eigentlich auch aus sein. Außer es wurde resettet. Das habe ich vorhin nicht nachgeschaut. Kann sein, dass das resettet wurde. Doch geschrieben. Auf Insta. Aber ich habe dir doch vorhin schon. Wir haben doch vorhin schon geschrieben gehabt, oder, Schocki? Ah, hier. Ah, okay. Dann ist es doch den. Okay, ich check. Ja, dann hat sich die Einstellung wahrscheinlich resettet. Bisschen nervig. Bisschen nervig. Aber okay. Muss ich nach dem Stream changen. Bisschen eigenartig. Real Talk. So, hier kommt die Großcam. Hier kommt auch die Cam. Guck kurz auf TikTok auf sicherer Basis. Okay, alles gut. Na, wir wollen ja keine Stream Sniper. Perfekt. Sehr gut. So. Ich habe meine Waffen. Ihr steht schon bereit. Und dann kann es schon losgehen. Hab zwei Tests geschrieben. Ich war der Einzige, der eine 1 hat, wichtig. Hatte ein anderer nur 2 und dann gab es einer, der nur 5 schreibt und nur Schule schwänzt. Ja, ist Mau. Also bringt ja nichts. Also probiert nichts. Ist halt doof für ihn und sein Leben. Schwänzen schon cringe. Ja. Schule fand ich immer geil, sag ich. Ihr checkt noch nicht, wie geil Schule ist. Ihr checkt's nicht. Ihr checkt, wie geil Schule ist, erst wenn ihr es nicht mehr habt. Schule war eigentlich nur ein Ort, wo man einfach Friends trifft und währenddessen noch irgendwas lernen muss. Also am Ende der Laufbahn ist Schule geil. Wenn es wirklich nur noch so ist, ja, man geht hin, macht da so ein bisschen chill. Aber so, ich check bis zur 10. Klasse war es nicht so geil. Aber 11., 12. Klasse, Abiturphase ist Leben, Peak. Okay. Hier sind alle am Start. Ich glaube, wir können starten. Conny, ich grüße dich. Hi. So.
Einmal da vorne hinstellen. Kann ich mir anschauen, ob hier irgendwelche Leute Sets dabei haben. Das sieht aber sehr doll nach einem Set aus. Aber 100%. Vipex, da brauche ich dich wieder. Das, also das. Das hier sieht aber sehr, sehr fett nach Sets aus. Ja. Leute, keine Sets, Leute. Sets fliegen raus. Ist ja auch low, weil Set kann jeder. Das könnte auch ein Set sein. Sicher bin ich mir da aber gerade irgendwie noch nicht. Das schaue ich gleich nochmal. Ja. Ja, okay. Das ist wohl äußerst eindeutig. Sorry, Mate. Die Combo habe ich nicht so gefühlt. Den Raben mit der Rose, okay. Vipex, hast du noch ein Set gesehen? Warte mal, der Atze ist doch auch Set, ne? Vipex, ist der Atze hier Set? Ich glaube schon. Aber sicher bin ich mir gar nicht, sonst schaue ich gleich nochmal nach. Kennst du dich noch? Ja, safe, du warst öfters auf TikTok im Stream. Kill mich nicht, bin ein Tannenbaum-Skin. Ja, Mo schreibt ja. Soll ich der Lavas ist Set, der mit den Rippen auf dem Rücken ist Set? Okay. Das heißt, der ist Set. Und welcher Lava-Typ? Der Lava-Typ. Meinst du den Typen? Der hat aber ein cooles Backbling. Ich weiß noch nicht ganz, welches Set ist. Den Lava hast du gekillt. Achso, den habe ich schon weggehauen. Okay. Aber ich glaube, jetzt ist kein Set mehr, oder? Ich guck nochmal durch. Bei der Tante bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Oder bist du das, Vipex? Heute noch Customs? Ich denke schon. Wir machen jetzt noch die Runde Skin Codes und vielleicht noch ein, zwei oder eine noch und dann Prop Hunt. Ja, muss ich aber ehrlich sagen, Backbling mit. Fühle ich nicht so, sorry, mein Bester. Backling war es jetzt nicht. Was hat der Tiger? Zeig mir mal den Rest von deinem Outfit. Finde ich alles ein bisschen random, muss ich sagen. Ja, das mit der Rose hier habe ich nicht ganz gerallt. Zum Raben, die goldene Rose. Nee. Habe ich jetzt irgendwie nicht so verstanden. Vielleicht gibt es da eine Story oder so, die ich jetzt gerade irgendwie vercheckt habe. Aber der Ritter ist auch Set. Oh, der Ritter ist Set. Oh, erwischt. Na, Leute, keine Sets, ne? Sets fliegen direkt raus. Okay, Leute, mach mal euren Emote. Ich habe jetzt gerade keinen passenden ausgesucht. Oh, doch, hier. Bam. Ja, der Tiger, ich konnte nicht sehen. Wie, du konntest nicht sehen? Wieso konntest du nicht sehen? Okay. Der tanzt hier. Okay, der ist auch ein Dancer. Was hast du für mich? Ja. Wow, Mucki, ja, auch gut, Pizza. Stimmt, wir haben zweimal den gleichen Skin, fällt mir gerade auf. Okay, das schaue ich mir gleich nochmal genauer an. Ich schaue mir erstmal die an. Ja, okay. Ja, alle relativ clean. Der Baum würde nur zugucken, meinte er vorhin. Okay, zeig mir mal hier deine Spitzhacke. Was ist das für eine Spitzhacke? Okay, so ein Schwert. Ja, sorry, Mate. Der andere ist schon cooler. Der andere ist schon mies cooler. Mein Bildschirm war blau. Ja, okay, das ist natürlich nicht so geil. Warte mal, ist sie eigentlich Set? Na, sie hat umgebaut. Vipex ist der Set der Atze. Ich habe halt noch laufend im Spiel beitreten an, leider. Deswegen, aber ich check eigentlich meistens. Den hatte ich, glaube ich, schon gekillt gehabt vorhin. Der Atze, der da gerade. Ja, der drift. Zu spät. So, das sind die Leute, die drin sind. Und ich glaube, wir können alle weiterlassen. Ohne Probleme. Leute, es geht direkt weiter in die Spray-Round, Leute. Ihr könnt direkt einmal eure Sprays machen. Beste Season und wann hast du angefangen? Ich habe Season 3 angefangen und beste Season, Season 4. OG Season 4. Das war die erste richtige Season von mir und es war mit Abstand die beste. Danach kam leider nichts Besseres mehr. Obwohl die letzte Season auch sehr geil war. Also nicht die Season, sondern die davor. Ich kann dir aber nicht sagen, welche Nummer die hatte. Es gibt zu viele Nummern. Ist mir ein bisschen länger geworden als ein Buch. Was haben wir noch im Angebot? Okay, das finde ich stark.
Das finde ich farblich immerhin irgendwie. Und so Natur, okay. Ja. Das ist, sagen wir mal, eine Spitzhacke. Ich finde die Combo stark, muss ich sagen. Ja, er ist ja so ein Musiker. Yep. Mhm. Boah, ist ehrlich eine schwere Round so. Ja, ja. Ich glaube, ich finde das ja most random. Danke an Paul Grupper. Danke für den Follow auf TikTok. Sehr, sehr nice. Und ansonsten, das finde ich eigentlich ganz okay. Wie viele sind denn noch drin? 3, 6, 7. Hier fliegt irgendwo einer, da hinten. Ja. 7 Leute sind noch drin. Ja, ihr kommt alle weiter. Ihr könnt euch wieder hinstellen. Ist all gut. All gut. Wir haben nur einen rausgebotet. Ihr könnt wieder zurück. Und ihr könnt auch direkt euren Emoticon machen. Direkt euren Emoticon machen. Das sind sogar noch ein paar mehr. Ihr könnt direkt euren Emoticon machen. Mhm. Die Musikgitarre. Ja, nee, ich fand das schon mit dem Spray nicht so geil, Schocki. Okay, das Ass. Leute, nicht nachjoin, nicht nachjoin. Es kommen nur die 6 Besten weiter. Einen würde ich noch rausvoten. Ja. Weiß nicht, die Combo habe ich halt auch schon locker 100 Mal gesehen, so. Ja, ich wollte da. Wow. Nee, da wird's. Das endet hier für Bruno. Okay, komm mit, Leute. Ihr seid weiter. Der Kristallskin ist set. Oh, welcher Kristallskin? Wait a second. Welcher? Der Arze? Ist der Arze set? Nächstes Thema. Schreibt mir gerne rein, was das nächste Thema sein soll. Kannst du die Anzeige unter deinem Stream Mac wegmachen? Welche Anzeige meinst du? Schocki. Der hier? Ja, schreibt er. Okay. Miese Brise, mein Bester. Oh, er schüttelt aber den Kopf. Vipex, was ist Set? Dann suche ich kurz danach. Pick a Backbling. Wie heißt denn das Backbling? Das habe ich auch. Oder? Ne, ich hab das nicht. Sieht bloß aus wie eins, was ich hab. Kannst du kurz den Namen reinschreiben, dann zeige ich es dem Arzt, dann weiß er Bescheid. Du sagst doch Randomize Auswechslung, Skin auswechseln, nicht dieselbe Combo. Was meinst du, J-Ray? Bitte nochmal Skin. Ja, wir machen nach der Runde Skin Kurs. Wo Würfelkönigin? Okay, warte, ich will dem Arzt kurz zeigen, dass er Set hat. Leute, Skin, Backbling und Spitzhacke dürfen kein Set sein, Leute. Auch Spitzhacke und Backbling nicht. Keins der drei Sachen darf zusammengehören. Ganz wichtig. Ist ja sonst auch langweilig. Ich finde das Set wieder nicht. Die Würfelkönigin erscheint, ja, bla 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 bla. Hier. Warte, muss ich kurz ein bisschen genauer schauen. So, wie heißt das Ding? Das hieß Würfel. Ist das hier auf Deutsch? Würfel? Leider nicht auf Deutsch, perfekt. Würfel. Ja, Würfel ist natürlich ein bisschen ungünstiger Name. Backlinks. W. Es gibt kein Ü, Alter. Ich kack ab. Es gibt hier auf der Website kein Ü, Alter. Oder vielleicht kann ich die austricksen? Nö. Oder ist das hier nur auf Englisch? Cactus Trick Gunner. Wie ist denn das auf Englisch? Weißt du, wie das auf Englisch heißt? Würfel Q? Nee. Crystal, maybe? Nee. Würfelkönigin. Long Life Queen is set. Die Würfelkönigin. Ja, okay. Warwegs, ich belief in dich. Warte mal, wer ist näher? Hat er gerade sein Skin gechanged? Während ich es nicht gecheckt habe. Egal, komm mit, Leute. Komm mit. Du sagtest, es ist auf YouTube. Was meinst du? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was du meinst? Dieser Lady Gaga Skin is set. Ich glaube nicht. So.
gerade nicht. Habt ihr auf Discord geschickt? Ja, all gut. Ich hab gerade bloß selber nochmal geguckt gehabt. Okay. Na, der Baum. Der Baum muss jetzt mal als Zuschauer rausgehen, weil sonst bin ich ein bisschen verwirrt. Sonst checke ich nicht ganz, wer ist. Hier, es leben, glaube ich, nur noch 5 Leute. Das heißt, ich muss mich jetzt für die besten 3 entscheiden. Die Kombo finde ich eigentlich stark. Lady Gaga finde ich classically auch stark. Mit seinem Moped hier oben. Ja, passt auf jeden Fall farblich wenigstens. Ja, ich glaube, der Pizza-Atze ist auf der 5. Kommt nochmal her zu mir, kommt nochmal her zu mir. Wir müssen uns noch für ein Thema nächste Runde entscheiden, Leute. Was für ein Thema sollen wir nächste Runde machen? Der Arzt ist auf jeden Fall safe, call weiter. Der ist auch stark. Ich entscheide mich zwischen den beiden. Beides so Kombos, die man schon öfters gesehen hat. Ah, finde ich die aber besser. Okay, komm mit, Leute. Okay, 1, 2 oder 3, Leute, ihr habt im Chat wieder die Wahl, Leute, ne? Ich gebe euch jetzt wieder eine Umfragemöglichkeit. Ihr müsst jetzt im Chat sowohl auf TikTok als auch auf YouTube nichts weitermachen als 1, 2 oder 3 eintippen. Leute, ihr kriegt gleich die Umfrage. Dann könnt ihr euch übelst easy entscheiden, wer gewinnen soll. Ihr kriegt es auch auf TikTok. Wait a sec, Leute. Ihr kriegt es auch auf TikTok. Also, wenn ihr wollt, dass die 1 gewinnt, dann tippt ihr die 1 an. Wenn ihr wollt, dass die 2 gewinnt, dann tippt ihr hier die 2 an. Und die 3 ist dieser Schleim-Skin. Also 1, 2 oder 3. Ihr könnt einfach easy peasy im Chat entscheiden, wer gewinnen soll. Auch auf TikTok könnt ihr abstimmen, ne? Auf TikTok habt ihr genau die gleiche Möglichkeit abzustimmen. Ihr müsst einfach nur auf TikTok das Fenster öffnen. Das müsste irgendwo im Bildschirm, müsste da irgendwas stehen von Abstimmung oder sowas. Da könnt ihr einfach abstimmen, ne? 1, 2 oder 3. Also wenn ihr wollt, dass Ariana Grande gewinnt, dann die 1. Wenn ihr wollt, dass der Skin gewinnt, dann die 2. Und wenn ihr wollt, dass der Glubschi-Skin gewinnt, dann einfach die... die 3. Also 1, 2 oder 3. Ihr seht die Skins. 1, 2 oder 3. Ihr könnt entscheiden, wer gewinnt. Aktuell führt die 1 mit großer Mehrheit. Deswegen... Ja, wo ich auf TikTok ist, ist es eher so die 3. Die 2 meine ich. Aber es ist schon eine Mehrheit von mindestens 15 Leuten auf YouTube, die sich eher bei der 1 sehen als bei den anderen. Die wenigsten Stimmen hat tatsächlich die 3. Die 3 ist auf jeden Fall auf dem letzten mein Bester. Das wird nicht. Spiel kann aber mein Bester. Ich grüße keinen. Ihr könnt alle mitspielen. Ihr könnt alle mitspielen. Ja, ist ein bisschen nervig. Ich muss die Map noch umbauen. Bisschen Rewrap, ein bisschen nervig. Ja, ist eindeutig. Ist Rewrap eindeutig. GG's Platz 3 geht an. Clipped. Platz 2 geht an. Nicht Artemi. Platz 2 geht an den Asian Skin, an Mila. Und Platz Nummer 1 geht an niemand geringeren als Vipex One. Vipex One mal wieder auf der 1. GG's. Good round. Wir gehen raus. Wir machen ein neues Thema. Neue Round. Was für ein Thema wollt ihr, Leute? Wir warten jetzt gleich 5 Minuten. Ich würde sagen, wir machen ein Thema, was ich auf jeden Fall auch auf der Liste habe. Und vielen Dank für Spielekanal, danke für ein Abo auf YouTube. Sehr, sehr nice. Berufe. Berufe mag ich ja immer. Aber Berufe hatten wir jetzt schon häufiger. Lasst uns ein anderes Thema nehmen. Wir nehmen Thema. Wir machen eine Farbe. Farbe hatten wir lange nicht. Und Ben, danke für den Follow auf TikTok. Wir machen Thema Tier oder Essen. Eigentlich immer ein All-Time-Klassiker. Tier oder Essen. Da hat jeder irgendwas. Jeder hat irgendwelche Skins zu dem Thema. Ich mache euch den Custom-Code rein. Ihr könnt rein. Ich erkläre auch gleich nochmal, wie ihr reinkommt. Also es ist auch super easy, wie ihr in die Lobbys kommt. Ne? Ihr müsst dafür nicht viel tun. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist meine Map auswählen. Die steht hier auch unter der Cam alles. Also meine Map müsst ihr erstmal suchen. Ne? Die Dodo-Skin-Codes-Map. Einfach Dodo eingeben. Und wenn ihr Dodo eingegeben habt, seht ihr hier schon direkt die erste Map, Leute. Direkt die erste Map, das ist meine Skincoders Map. Die müsst ihr auswählen. Und wenn ihr die ausgewählt habt, dann könnt ihr einfach unten wie immer Custom Code Dodo reinmachen. Oh, steht gar nicht unter der Cam, sorry. Custom Code Dodo.
Und dann seid ihr schon drin. Easy. Easy peasy, Leute. Real talk. Ihr müsst da echt nicht so viel krass für tun. Deswegen, ja. Kommt gern rein. Jeder kann reinkommen. Thema ist Tier oder Essen. Ich nehme mal auch einen passenden Skin dazu. Tier oder Essen habe ich eigentlich auch mal was dabei. Der Hund ist auf jeden Fall nicht schlecht. Panda finde ich auch nicht schlecht. Oder ich mache mir eine neue Tier-Essen-Kombo. Warte, dann mache ich mir eine neue Tier-Essen-Kombo. Ich habe ja so viele Tiere. Also, Tier. Wichtig ist immer ein Skin erstmal. Wir fangen mit einem Skin an. Boah, der ist auch, den hat man nicht so häufig. Am coolsten sind natürlich immer Skins wie dieser, ne? Irgendwelche Skins, die ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag sehe. Ne, das ist ja, Skins, die ich jeden Tag sehe, sind immer ein bisschen lame. Deswegen sucht euch am besten coole Skin-Kombos, die ich wirklich maybe noch nicht so häufig gesehen habe. Wie die Kombo, die ich mir jetzt gerade zusammenbaue. Die darf natürlich auch kein Set sein, alles, ne? Obviously. Ich brauche noch eine Spitzhacke. Das ist so Löwe-Atze. Aber es muss einfach alles drei so ein bisschen zusammenpassen. Das ist immer wichtig. Das da darf natürlich kein Set sein. Also das ist zum Beispiel Teil des... Steht hier gerade nicht, welches Set. Aber es gehört auf jeden Fall nicht zusammen, weil das gehört zum Wukong-Atzen. Und das Schwert gehört auf jeden Fall auch nicht zusammen. Ihr braucht natürlich noch einen Gleiter. Da würde ich jetzt einfach... Keine Ahnung. Den hier nehmen. Ein Emote braucht ihr noch. Ein Emoticon und ein Spray. Ne, das braucht ihr alles. Braucht man Story? Nein. Wir machen das. Ihr seht auch alles, was ihr braucht, steht da, seht ihr unten links. Gut, auf, außer die Typen, die jetzt im Hochformat-Stream gucken. Die sehen das gar nicht, aber der Rest kann das da eigentlich relativ gut sehen. Aber Story braucht ihr Action nicht. Real talk. Voll gut. Deswegen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Follow da, wenn euch das Stream gefallen hat. Bei uns fehlen noch 8 Abos auf YouTube, dann haben wir 16.100. Und es fehlen noch 7 auf TikTok, dann haben wir 3.300 Follower. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich denke noch nicht jeder hier im Stream hat abonniert, Leute. Lasst da auf jeden Fall unbedingt ein Abo und ein Follow da. Würde mich sehr freuen. Und natürlich, wenn ihr mich free supporten wollt, bei mir ist es selber gerade rausgegangen. Creator-Code DodoYT in einem Shop. Dann supportet ihr mich auch sehr, sehr, wenn ihr euch was holt. Oder auch wenn ihr euch was nicht holt. Ist auch entspannt. Mehr Supporter immer gut. Wünschte ich echt, ich hätte Season 2, war nur Chapter 2, Season 2 oder noch früher angefangen. Wow, Season 4 ist schon gold. Wenn ich hier mal, kann man hier nicht nach Seasons filtern? Hier. Na gut, ich habe hier Skins geschenkt bekommen aus Season 1, aber so diese OG Seasons hier, die Skins hier. Wegen dem Arzt habe ich mir damals Real Talk den Battle Pass von Season 4 geholt. Ich weiß noch nicht ganz warum, aber ich fand den irgendwie sehr, sehr fresh. Den Falke. Der war sehr, sehr nice. Aber auch hier Carbide. Absolute Legende. Und OGs, wer die Skins hat. Oder der Atze hier, Rambok. Bro, das waren so nice Skins. Da braucht man kein Marvel oder so. Oder kein Batman. Das hat übel gereicht. Okay, ich würde sagen, wir starten in einer Minute. In einer Minute starten wir. Würdest du Ratte mit Früchte zählen lassen? Naja, ist ein Tier und Essen. Ja, irgendwas passt. Tier essen. Ey, schade, dass so kleine Streams so selten im Feed angezeigt werden. Ja, I guess. Aber YouTube ist ja auch nicht so die Nummer 1 Streaming-Plattform, leider. Deswegen. YouTube verschenkt da viel Potenzial, so. You know. Bin fertig? Sehr nice. Dann kannst du ja in die Lobby kommen. Auch entspannt. Kann man Essen und Tier zusammen machen, also ein bisschen Essen, ein bisschen Tier. Wenn es gut aussieht, ne? Ihr müsst ja immer überlegen, es muss zusammenpassen halt, ne? Wenn es halt nicht zusammenpasst, dann ist halt scheiße, so, ne? Also ich könnte jetzt hier auch hier irgendwie hier Banane draufhauen. Habe ich auch Essen und Tier, aber sieht halt scheiße aus. Deswegen. Warum eigentlich nicht Twitch? Ja, dann habe ich 4 Streams gleichzeitig. Und Twitch ist Real Talk, wenn man auf Twitch halt so seine 4 Zuschauer hat. Da bist du auf Seite 50. Twitch bringt eigentlich nicht viel. Das ist immer der Irrglaube. Auf Twitch erfolgreich werden ist Quatsch. Real Talk. Deswegen. Ne? Wo gebe ich den Code ein? Conan, du musst hier runter scrollen. Wenn du runterkommst, hier zu den ganzen Monaten, hier unten rechts ist die Taste. Unten rechts ist die Taste, Conan.
Beeil dich am besten, weil wir wollen eigentlich gleich starten. Ich würde eigentlich jetzt schon starten. Conny, ich will hier auf jeden Fall. Ich würde schon starten. Deswegen, ich wäre ready. Warte noch kurz. 3 Minuten. Naja, 3 Minuten kann ich nicht warten, Conny. Ich warte noch 15 Sekunden. Aber dann würde ich wirklich starten, Conny. So viel Zeit bleibt nicht. Connor schreibt ja. Connor weiß nämlich. Zwei? Nein, nein, keine zwei. Wir starten, wir starten. Ich erkläre dir es für die nächste Runde nochmal, wie du reinkommst. Oh Gott. Weil wir, ich will nicht so lange warten. Ist immer ein bisschen uncool, wenn man irgendwie hier eine halbe Stunde wartet oder so. Wir machen coole Rounds. Deswegen, ich würde da immer ungern so lang so viel warten. Real Talk. Picks kosten Fifken. What the fuck? Ich, Connor, weiß nicht, was du meinst. Sag mal Code, please. Code für Dodo. Code für Dodo. Ihr könnt jetzt auch noch nachjoinen. Also, wenn ihr mit mir befreundet seid, könnt ihr tatsächlich auch nachjoinen aktuell noch. Da könnt ihr einfach auf meinen Namen klicken und beitreten. Ja. Wenn ihr mit mir befreundet seid, könnt ihr jetzt auch immer noch nachjoinen. Ohne Custom Code. Map Code? Jo, Map Code kann ich dir geben. Aber ihr müsst nicht Map Code eingeben. Ihr könnt einfach Dodo eingeben. Dann findet ihr die Map direkt. Sucht einfach nach Dodo. Und dann die Skin Code des Map. Yep. Das ist auf jeden Fall dran. Ich hätte auch Bock, gleich eine Runde Prop Hunt zu zocken. Weiß nicht, ob da der eine oder andere noch Bock hat, gleich ein bisschen in die Prop Hunt Sessions zu gehen. Bisher waren. Gestern, glaube ich, einmal haben die Sucher gewonnen. Und einmal haben die Verstecker gewonnen. Deswegen. Prop Hunt finde ich eigentlich auch mal ein sehr, sehr funny Game Mode. Hab jetzt fast eine Teenage Mutant Ninja Turtles Combo. Oh, okay. Bester Drop Spot damals Season 3, 4. Boah, ich. Ist schwierig zu bewerten, so nach aktuellem Maßstab, weil früher ist man ja immer passiver gelandet, weil man Schiss und Angst hatte. Aber bester Landing Spot war immer Schwimmhalle. Also ich bin mit meinen Kollegen immer Schwimmhalle. Immer Schwimmhalle. Immer Schwimmhalle. Nur OGs wissen, was damit gemeint ist. Nur die wahren OGs. Okay, Leute, wir treffen uns da unten auf dem roten Teppich. Dort ist der Treffpunkt. Und dann kann es gleich auch direkt losgehen. So, ich mach kurz Großcam. Zack. Perfekt. Oh, wir können auch hier rein. Und hier rein. So. So. Frech. Ich schieß mir den Weg frei. Und Bart, mein Bester. Bart unterstrich Warte mal, wo diese ist der ist Chat? jetzt ein Dodo-Mitglied. Bart, Danke, willkommen. kleiner als drei. Willkommen zurück, Bart mein Bester. Unterstrich Auch mit der auch mit der diese jetzt 44 months of membership. Okay, in Englisch, okay. Ey, Bart, mein Bester, ich grüße dich. Ey, ja, 44 Monate. Oh. In 4 Monaten? Bis zu 48 Monate. Du wolltest Regenbogen haben, wa? Naja, muss ich mir noch meinen Kalender schreiben. Dass ich das rechtzeitig hinbekomme, einen Regenbogen-Dodo zu zaubern. Digga, 48 Monate ist wirklich geisteskrank. Also Real Talk. Digga, 48 Monate ist geisteskrank wieder. Kann man mitspielen? Jo, ihr könnt alle mitspielen. Ihr könnt alle mitspielen. Digga, immer wenn du da bist, Bud, denke ich drüber nach. Jeden Monat. Fällt mir auf. Immer wenn du reinkommst, fällt mir auf. Oh. Ich streame ja da doch schon so lange, ne? Also wenn du halt schon seit 48 Monaten Mitglied bist, heißt das ja mit anderen Worten, dass ich schon seit 48 Monaten streame. Und schon weitaus länger als 48 Monate. Ich glaube, es sind jetzt 6 Jahre. Ich streame jetzt seit 6 Jahren. Das ist echt eine lange Zeit. 6 Jahre sind wirklich eine lange Zeit. 6 Jahre, YouTube mache ich glaube ich seit 7. 10 Jahre kriege ich auch noch hin. Achso, der Arzt wollte ja nicht mitspielen. Okay, da hinten kommen noch 2, 3. Okay, Leute, Sets gehen natürlich gar nicht. Deswegen gucken wir erstmal nach Set-Arenos. Und dann schaue ich mir an, ob ich Kombos nicht so geil finde. Ah, Vipex, die Kombo ist auch ein Brett, sage ich. Oh, hier hat aber auch einer eine gute Kombo.
Okay. Jetzt, ich habe keine Sets gesehen tatsächlich. Sehr, sehr nice. In Pleasant waren die, glaube ich, geil. Ja, 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 ja. Hab letztens einfach das Turnier, welches ich mit Duhan. Turnier, was ich mit Duhana Banana gewonnen hatte. Bro, was hast du dir da reingezogen? Das war das erste Mal, wo ich in deinem Stream war. Bro, wann war das? Wolf ist set. Wir haben drei Wölfe. Der Set, der Wolf oder der andere? Ich glaube, der rechts daneben, ne? Den fühle ich nicht, sage ich schon direkt. Welcher Wolf ist set, Vipex? Links oder rechts? Vor 3 Jahren oder so. Turnierbaum-Turniere waren eine andere Zeit. Der mit der Schlange. Okay. Turnierbaum-Turniere waren different. Okay. Soulmate, die Kombo fühle ich nicht. Ja. Fühle ich auch nicht so. Okay. Ja, mit der Pizza. Ja, passt jetzt nicht wirklich zum Skin. Thema war Tier oder Essen. Ich bin tatsächlich kein Kannibale, deswegen stehe ich nicht so auf Menschenfleisch. Und ich glaube, die meisten aus dem Chat auch nicht. Und ein Tier ist das eindeutig auch nicht. Oder ich bin anders verwirrt. So. Damit haben wir unsere Crew hier stehen. Wir haben ein paar Bananen. Guck mal, hier haben wir zweimal die gleiche Bananen-Kombo. Aber da fühle ich hier, das Messer passt besser zum Skin. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das so ein bisschen an Caesar angelehnt ist und Caesar damals mit Messer abgestochen wurde. Finde ich das sehr passend. Gut, hat sie Peng. Wollte euch wieder nur zugucken. Ich glaube, die anderen Kombos sind tatsächlich relativ cool. Ist dein Mic anders eingestellt? Wieso? Ist vielleicht. Ich hab's gestern schon gesehen. Ich glaube, ich muss da ein paar Settings nochmal changen. Ich check, was du meinst, auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen zu basslastig. Vielleicht auch ein bisschen zu laut. Vielleicht bin ich ein bisschen zu laut. Könnte natürlich sein. Machst du noch einen Skin Contest? Ich denke, wir machen noch eine Runde. Oder wir machen gleich Prop Hunt. Schauen wir gleich mal. Übersteuert halten wir nicht. Ja, ja, ich hab's gerade auch nochmal ein bisschen leiser gemacht. Ich glaube, ich hab das jetzt nochmal ein bisschen runtergeregelt. Wahrscheinlich wirklich ein bisschen besser. Aber ein bisschen tricky. Ja, komm. Macht mal euren Emote. Aber ich glaube, Emotes sind eh mehr easy. Oder habt nur bis 21.30 Uhr Zeit. Okay. Okay, ein Stündchen noch. Ich hätte gleich ein Osterei genommen. Ein Osterei. Okay, wir schauen mal. Ja, Thema easy. Komm mal hier alle am Puden. Ja, Katze. Pizza. Ja, ja. Ja, wir brauchen ein Emote. Wir brauchen ein Emote. Actually. Ja, hat Caesar noch ein Emote gefunden? Okay. Lassen wir mal durchgehen. Er kommt. Es wird Zeit für die Sprays. Es wird Zeit für die Set. Bitte Prop Hunt. Schauen wir gleich mal. Prop Hunt schauen wir gleich mal. Okay, die Leute sind hier aktiv am Sprays machen. Am besten sind natürlich die Sprays, die auch zum Skin passen, wie hier zum Beispiel so Torten, das Katze und so. Das passt natürlich am besten. Aber Moment, meine Abi-Prüfung. Das ist auf jeden Fall eine stressige Zeit, Bud. Da auf jeden Fall viel Glück, mein Bester. In welchen Fächern schreibst du Abi? Also keiner so richtig vollkommen daneben. Manche passen aber besser als andere. Und deswegen geht auf jeden Fall Prime Noah raus. Ja. Philipp fliegt auch raus. 3, 4. Ja, und die Banane ist es auch nicht. Schocki. Okay, der Rest. Wow, kommen wieder hier zurück. Mathe, Informatik, Ethik und Englisch. Und wahrscheinlich noch eine Präsentationsprüfung, I guess. Mathe war der Bruch. War? Boah, das ist jetzt arrogant, aber ich sag dir ehrlich, Mathe, Digga, die Abi-Klausur. Ich habe 12 Punkte bekommen. Ich bin so einer, mich fuckt's ab, dass ich keine 13 hatte, weil ich echt auf die 1 geschwitzt habe. Und actually auch
Egal. Arze macht hier Stress. Actually auch unbedingt die Wolte, aber gut. So, du wiesst ja kurz zum Reinkommen. Du meinst den Custom-Code, den gebe ich euch gleich nochmal nach der Runde. Okay, was haben wir? Leute, ihr seht schon, was ihr machen müsst. Ein Emoticon. Ich will wieder eure Emoticons sehen. Was habt ihr für mich? Osterei? Okay. Wait a sec. Du warst vorher nicht da. Okay, was habt ihr? Jetzt muss ich natürlich ein bisschen strenger sein im Bewerten. Wie läuft's mit dem Studium? Ja, ich warte jetzt gerade noch auf ein Klausurergebnis. Ich hoffe, ich habe das auch bestanden, denn dann läuft's auf jeden Fall gut. Wenn nicht, läuft's nicht mehr so gut. Das ist leider... Oh, der war close. Davon noch ein bisschen abhängen. Na, Bro, Real Talk, das Backlink fittet nicht 100%. Deswegen musst du leider gehen. Einer fliegt auch noch raus und ich glaube, es ist bei mir auf jeden Fall der Wolf. Lewis Hamilton. Oder? Ja, sorry, Mate. Ist wieder Talk der Wolf. Okay, der Rest kommt mit zu den Gleitern. So, ich habe deinen Livestream geliked. Ey, sehr, sehr nice, Leute. Lasst immer gerne ein Like da und Follow, damit ich den Stream super supporten. Ja, vor allem auf YouTube für den Algo, den Algorithmus. Ne? Streamen ja jetzt auf YouTube immer doppelt sozusagen. Mehr oder weniger. Okay, was habt ihr? Was habt ihr für mich? So, ein nerviger. Okay, was habt ihr für mich? Einmal eure Gleiter. Ja. Ich muss unbedingt die Setting, die Einstellung überarbeiten, das ist ja übernervig. Okay. Okay, Ratte. Ratte und der andere Hans haben beide das gleiche. Ja, gut. Ja, es passt halt in keiner Welt zum Skin, mein Bester. Deswegen bist du auf jeden Fall der Erste. Boah, jetzt ist es aber ein bisschen tricky hier, ja? Es kommen nur drei Leute ins Finale. Ich muss natürlich immer die drei besten Kombos raussuchen. Ja, ich glaube einfach auch wegen dem Gleiter. GG's, gute Runde, Artemi. Und jetzt haben wir die letzten vier, kommt nochmal zu mir. Prop Hunt. Bei Banane ist vom Set. Ja, stimmt. Das stimmt natürlich. Die Katzen, die beiden Atzen finde ich ultra stark. Meine Entscheidung liegt hier irgendwo dazwischen, zwischen den beiden. Im Finale könnt ihr im Chat entscheiden, oder im Finale entscheidet ihr im Chat, wer gewinnen soll. Banane ist natürlich Set, das stimmt. Ja, aber ich glaube, Real Talk. Objektiv ist trotzdem die Banane besser, deswegen auf dem vierten. Digga. Auf dem vierten Coin Master. Und jetzt gibt es tatsächlich das Battle um Platz 1, Leute. Und ihr im Chat, Leute, könnt jetzt gleich abstimmen. Sobald die Umfrage wieder gestartet ist, könnt ihr im Chat wieder abstimmen, Leute, wer gewinnen soll. Das könnt ihr sowohl. Wünsche ich auf jeden Fall das Beste. Ey, Kuss. Kuss, mein Bester. Ihr könnt alle abstimmen auf YouTube und auch auf TikTok. Ihr kriegt alle die Abstimmung. Ich rechne dann das Ergebnis zusammen. Also ihr könnt jetzt abstimmen, Leute, wer gewinnen soll. Also eins für... Ihr habt den Skins aber noch nicht mal gesehen. Eins für die... andere Ratte. Also für die Ratte... Ja, für die Ratte, Leute. Für die Ratte ist die 1, das ist die 2. Hey, Leute, probier... Wie nervig. Manche Leute sind... Also 1, 2 oder 3. Ihr könnt jetzt abstimmen, Leute. Jetzt im Chat einfach abstimmen, wer gewinnt soll. 1, 2 oder 3. Ihr könnt auf TikTok auch abstimmen, Leute. Alle, die auf TikTok am Start sind, können auch abstimmen. 1, 2 oder 3. Ihr seht's. 1, 2 oder 3. Es führt gerade die 1 mit großer Mehrheit. Also 1, 2 oder 3. Auf TikTok sind die Leute sich noch ein bisschen uneinig. Wer gewinnt soll, also 1, 2 oder 3.
Aber ich glaube, es ist tatsächlich eindeutig. Auch auf TikTok gibt es 3 Stimmen für die 1. Deswegen geht auf jeden Fall Platz Nummer 3 an die Banane. Platz Nummer 2 an... Oh, Hops genommen. Platz Nummer 2 geht an... Mila the Queen. Und Platz Nummer 1 geht an niemand geringeren als... Apex One. Der Atze gewinnt schon zum zweiten Mal in Folge schon wie... Bro, Apex, du hast jetzt 5 Runden in Folge gewonnen. Und Kolex, danke für ein Abo auf YouTube. Apex hat gerade 5 Runden in Folge gewonnen. Das ist wirklich verrückt. 5 Runden in Folge. Das ist wirklich verrückt. Wollte auch nur zuschauen, ich hatte Popcorn bereit. Achso, ja, sorry, ich habe einfach um mich geschossen. Bro, das ist wirklich verrückt. 5 Runden in Folge. Ihr kriegt den Mapcode gleich. Ihr kriegt alles. Du lässt ihn immer gewinnen. Nein, nein, for real nicht. Er hat halt einfach die geileren Kombos. Und im Finale entscheidet nicht ich, sondern der Chat, Leute. Ihr entscheidet im Finale. Ihr könnt abstimmen. Maxi King, danke für Follow. Ihr könnt... Im Finale könnt ihr alle abstimmen. Real Talk, Vipix. Wenn ich Preisgeld machen würde, würde jeder sagen, dass ich dich gewinnen lassen würde. Real Talk. Maus und ich hatten halt... Die gleiche Combo, da war halt gerade ein Battle, ja. Und er hat halt gewonnen. Weil der Chat hat für ihn entschieden. Ne? Wollt ihr, also wir haben zwei Möglichkeiten. Wollen wir jetzt weiter eine Runde, noch eine Runde Skin-Contest spielen? Oder habt ihr mehr Lust auf eine Runde Prop-Hunt? Wir können auch ein Rundchen Prop-Hunt zocken. Ne? Das ist euch jetzt gerade so ein bisschen überlassen. Ob wir denn eher eine Runde Prop-Hunt oder eine Runde Skin Contest. Aber ich glaube, Prop Hunt würde für die Abwechslung auch nicht schlecht tun. Deswegen, Leute, wir spielen wieder auf meiner Map. Auf meiner Dodo Prop Hunt Map. Leute, ich zeige es euch gleich nochmal im Hochformat-Stream auch. Also, es ist einfach meine Dodo Prop Hunt Map. Ihr müsst einfach nur Dodo eingeben wieder. Dann findet ihr hier direkt die Map auch. Wir spielen jetzt eine Runde Rundchen Prop Hunt. Hier ist die Prop Hunt Map. Ihr müsst wirklich einfach nur Dodo eingeben. Dann draufdrücken. Und den Custom Code. Ne, Dodo 12 ist nicht der Custom Code. Der Custom Code ist tatsächlich Dodo, Leute. Custom Code Dodo eingeben und dann seid ihr schon direkt mit in der. Ich zeig's auch nochmal hier. Wo ist es? Da. Seid ihr schon direkt mit in der Prop Hunt Map. Also, einfach Custom Code Dodo und die Prop Hunt Map aussuchen und dann spielen wir hier eine richtig gute Runde. Rütchen Prop Hunt, Leute. Muss jetzt auf, wenigstens noch ein bisschen Spanisch lernen. Wichtig, wichtig. Viel Glück da, mein Bester. Ne? Sag ich. Wir machen maybe danach noch nur Skin-Codes. Das ist auf jeden Fall der Plan. Das ist auf jeden Fall der Plan. Leute, wenn ihr mich for free supporten wollt, ne, ihr wisst ganz genau, wie es läuft. Einfach Creator-Code DodoYT in den Item-Shop. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der mich da immer auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis supportet. Ne? Ganz, ganz entspannt, Leute. Ne? Deswegen. Ben, ich grüße dich. Cool im Start zu sein. Und es fehlen auch nur noch 7 Follows auf TikTok und 6 auf YouTube. Und dann haben wir runde Zahlen hier heute. Deswegen lasst auf jeden Fall gern ein Abo da. Würde mich Real Talk sehr freuen. Was macht ihr? Wir spielen Prop Hunt. Wir spielen Prop Hunt. Wann startest du? In einer halben Minute oder so? Auf Ansage, du wirst mich nicht finden. Apex, ich werde alles anspannen, dich zu finden, sage ich. Ich werde alles anspannen, um dich zu finden. Das werden wir machen. Oder das werde ich machen, auf jeden Fall. 16 Leute sind drin, sehr, sehr nice. Ich werde alles anspannen. Hat einer eigentlich mal hier oben dieses Lego Survival Raft gespielt? Das ist cool. Das ist fun. Das sieht irgendwie fun aus. Und Sweaty, danke für ein Follow auf TikTok. Sehr, sehr nice. Damit fehlen noch 6 Follows, Leute. Ne, 6 Leute. 6 Follows auf TikTok, Leute. Also jeder, der auf TikTok noch kein Follow dagelassen hat, jetzt ist genau der richtige Moment, ein Follow dazulassen. Jetzt ist genau der richtige Moment. Und auf YouTube genauso natürlich. Auf YouTube natürlich. Genau der gleiche. Maxi King, ich grüße dich. Cool im Stab ist moin.
Lieber gehe ich in den normalen Lego-Modus. Ja, okay, gut. Ist ein Argument. Ist ein Argument. Okay, 17 Leute. Sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir können... In einer halben Minute würde ich starten. In einer halben Minute starte ich. Das heißt, es sind dann 13 Leute, die wir finden müssen. Das geht, denke ich, klar. Vielleicht werde ich wirklich nochmal einen Sucher weniger machen und es noch ein bisschen schwieriger machen für die Sucher. Naja, mal schauen. Die Map ist ja noch nicht 100% immer fertig. Die hat ja immer noch ein bisschen Bedarf zum Ausbauen. Kannst du gleich Thema OG machen? Thema OG immer schwierig. Thema OG immer schwierig. Weil wo ist OG? Wann ist OG? Was ist OG? Ist für jeden was anderes. Ist für jeden Real Talk immer was anderes. Ne? Lass die Anzahl so machen, nur die Map ein bisschen größer. Map größer wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Stimmt. Könnte die Map noch ein paar Meterchen größer machen. Chapter 1 plus 2. Boah, ich weiß nicht. Chapter 2 ist für mich Real Talk kein OG. Chapter 2 ist auf gar keinen Fall OG. Auch wenn es schon 4 Jahre her ist. Aber OG ist für mich immer nur Season 1 bis 6 maximal. Alles, was danach kommt, ist niemals OG. Vielleicht für Fußballmatt noch dazu und die Garage dazu. Ja, ja. Gibt's bei dir Preisgeld? Nein, nein, wir machen ohne Preisgeld. Wir machen ohne Preisgeld. Okay, ich würde sagen, wir starten genau in 20 Sekunden, dann haben wir's. Chapter als Thema wäre möglich, stimmt. Kann man das filtern? Dann ist halt immer nicht so stressig. Ja gut, doch. Sieht man ja immer von welcher Chapter, oder? Warte, wo sieht ja Kapitel 2? Ja, okay. Wär echt cool. Wär stark, ja. Gute Idee eigentlich. Ja, wäre Real Talk. Gute Idee. Ja. Könnte man wirklich mal machen. Wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. Warte. Oh, sorry, Elias. Jetzt habe ich schon gestartet. Ich weiß aber, mehr Leute können mitmachen dann. Ja, ich check schon, was du meinst mit Thema OG dann. Ja, okay, ich check. Man kann oben bei der Suche Kapitel 1 eingeben. Ah, ja, okay, das ist auch schlau. Ja, okay, ist schlau. Ist schlau, ich check. Ehrenlos. Elias, ich wusste nicht, dass du schon noch drin warst. Aber du kannst mir auch nachjoinen. Wenn du mit mir befreundet bist, kannst du noch reinkommen. Wenn du mit mir befreundet bist, kannst du einfach auf meinen Namen klicken und noch beitreten. Wenn du mitzocken willst. Muss bloß ein paar Freunde wieder löschen. Ich habe schon wieder zu viele Freunde angenommen, gestern. Ja, ich kann keine Freunde löschen. Jetzt konnte ich jemanden löschen. Ja, ihr seht, ich kann auch keine Freunde löschen. Weil bei mir die Friendlist so cool ist, dass es halt einfach laggt, wenn ich Freunde annehme. Wie heißt du? Ich heiße DodoFNYT. Aber du musst dich beeilen mit dem Adden. Du hast noch 30 Sekunden Zeit. DodoFNYT und dann kannst du mich einfach adden. Dann musst du mich jetzt aber schnell adden. Du hast noch 18 Sekunden Zeit. Ich nehme die Arzten an, die hier sind. Oh, ne, Bad lösche ich nicht. Okay, zu spät. 6, 5, 4, okay. Mal sehen, ihr wisst, glaube ich, denke, die meisten wissen, wie das jetzt hier funktioniert. Ihr müsst einfach nur geradeaus laufen in die, da wo die Pfeile hinzeigen, Leute. Einfach dahin laufen, wo die Pfeile hinzeigen. Dann seid ihr auch schon direkt dabei. Einfach dahin laufen, wo die Pfeile hinzeigen. Ihr könnt, manche, wer will, kann auch mit mir Sucher sein, ne? Der muss da einfach nur in die richtige Zone laufen. Perfekt, das müsste funktioniert haben. Perfekt. Hey, warum funktioniert es nicht? What the fuck? Oh man, nein. Meine Map ist broke. Na, ah, perfekt. Gestern hat sie noch funktioniert. Ich fasse es nicht. Warum funktioniert sie? Oh, jetzt hat es funktioniert. Okay. Never mind. Da gibt es anscheinend nur eine Stelle, wo ich hinspringen muss. Okay. Never mind. Vergiss es. Die Map ist nicht broke. Ich war bloß lost beim durch die Gegend springen. Okay, mit wem suche ich denn? Ich suche mit Smatic Mix, Blastisch Soso und Nick Pick. Wir haben nicht so viele Leute zu finden, aber Vipix sagt, er hat ein Hardcore-Versteck. Vipix sagt, er hat ein krasses Versteck. Wir haben 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leute.
Ich denke, ihr kriegt das, wir kriegen das schon hin, 11 Leute zu finden. Wir sind schließlich zu viert. Das müssten wir eigentlich hinbekommen. Leute, sucht euch wirklich gute Verstecke, Leute. Sucht euch krasse Verstecke. Also mit einem Slurp fast durch die Gegend zu stehen, ist lost, Leute. Sucht euch krasse Verstecke. Real Talk. Hab ich auch. Niemals wirst du mich finden. Okay. Leute, sucht euch krasse Verstecke. Nur dann habt ihr hier eine Chance. Krasse Verstecke. Das ist jetzt der Call. Es sind noch 4 Abos auf YouTube. 4 Arzen, die noch abonnieren müssen. Wir brauchen noch... Ihr habt noch 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also es dauert immer ein bisschen, ehe wir gespawnt werden. Okay, Leute, damit wir hier auch in den Schwitzer-Modus gehen. Habe ich hier auch schön die Musik ausgemacht. Ich sehe auch schon Steps. Also Leute, wenn ihr durch die Gegend lauft, dann sehe ich das auf der Karte, ne? Deswegen, also wir sehen das, wenn ihr hier irgendwo durch die Gegend läuft. Okay, ist hier irgendwo jemand? Ich glaube nicht. Oh. Bro, wir spielen Prop Hunt. Ihr müsstet so eine Pistole haben. Wenn das nicht so ist, dann ist ein Bug. Aber ich glaube, ihr habt eine Pistole, oder? Also, ihr habt alle eine Pistole. Hier war auch mal ein krasses Versteck. Ihr habt eine Pistole, oder? Habe ich auch. Niemals wirst du mich finden. Okay. Ist und so. Oh, ich höre hier. Ich sehe über 4 Steps. German Ben macht hier die Meta. Leute, wenn ihr Meta macht, sehen wir das. Und dann können wir euch easy killen, Leute. Re-Rap. Guck mal, jetzt ist easy, oder? Warte mal. Ihr könnt euch auch mit Shift oder hinhocken. Also, was ist bei euch die Sneak-Taste? Also, egal was bei euch die Sneak-Taste ist, damit könnt ihr euch festsetzen mäßig. Boah, hier ist jemand. Oh mein Gott, aber starkes Versteck, Astro. Re-Rap. Ja, ich muss das ausstellen mit der. Ich werde das auch noch fixen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu OP mit den Pings. Ich glaube, die Pings sind zu OP. Ich glaube, die Pings sind zu OP. Sah ein bisschen sass aus. Boah, hier ist jemand. Aber wo? Ich glaube, die Pinks sind vielleicht auch ein bisschen OP. Inna de Simone. Ich grüße dich. Schön, dass du im Start bist. Willkommen im Stream. Hier höre ich einen Ping. Hier ist jemand. Okay. Wir haben 5 Leute nur gefunden, Leute. Wir müssen ein bisschen was anspannen hier. 7 Minuten sind runter. Ein paar Leute leben noch. Ja, Vipex, bist du's? Vipex? Wo muss ich da hinschießen? Ja, Vipex? Ja, sagst du, Vipex, das bist du? Aber ich habe keine Ahnung, wie ich dich da hitten soll. Scheiße, Vipex, du hast dich wieder so weggeglitscht. Vipex, du bist schon wieder so am Glitchen. So glitschig. Ja, aber meine Hitbox ist woanders. Scheiße. So ein Hacker. Da steht sonst keine Kiste. Okay. Aber wo war's? Jetzt habe ich schon so alt, dass ich vergessen habe, wo Vipex überhaupt war. Aber wo ist er? Vielleicht so hier. Keine Wirkung auf ihn. Scheiße. Glaube, weil ich einen Tanz gemacht habe. No, dass ich die Steps von Vipex. Oh mein Gott, Vipex. Aber wo bist du? Oh mein Gott, Vipex. Wo bist du? Scheiße.
Scheiße. 4 Leute fehlen noch. Und einem davon bin ich ja ganz fest auf den Spuren. Ich weiß nicht, ob Vipix gerade sein Lager gewechselt hat. Digga, Vipix, wo bist du? Er läuft hier irgendwo. Boah, hier sich reinsneaken wäre aber auch crazy insane. Aber ich glaube, durchs Fenster kommt man nicht. Er ist hier irgendwo. Digga, ich sehe hier so fett die Steps. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Scheiße, man. Aber du getanzt hast. Oh, maybe. Du findest mich nicht. Okay, okay. Ich würde ganz gerne erstmal ding. Hier ist jemand, Leute. Hier ist einer. Wir müssen ihn finden. Das ist Vipix. Oder hat sich Vipix hier reingeglitscht? Kommt man eigentlich nicht rein. Digga, Real Talk, keine Ahnung, wo Vipix ist. Digga, Vipix, wo bist du denn hier am Laufen? Digga, 4 Leute rennen durchs Gebäude. Okay, ich mach kurz weiter, Leute, ihr sucht da. Ist hier jemand? Nee. Oh, haben sie Vipix? Ich schau mal ganz kurz. Ah, Digga, ist das Trash. Wir finden Vipix nicht. Ich mach mal. Jetzt können wir ein bisschen chillen machen. Aber jetzt haben wir eh schon. Digga, wir haben 4 Minuten Zeit. Warte mal, doch nicht. Wir können nicht in Chill-Modus. Es leben noch zu viele. Es leben noch 7, 8, 4, 3 Leute leben noch. Und einer davon. Aber wo sind die anderen? Und einen habe ich gefunden. GG's Freakland Plum. Ja, weil sowas wie so. Muni-Chest immer schwer, weil da weiß ich eigentlich auch schon, wo die stehen. Okay, jetzt fehlen noch 2. Das Regal sah sehr verdächtig aus. Es fehlen 2 Leute noch. Ich sehe die Steps so heftig, aber ich weiß nicht, wo er langsteppt. Digga, Vipix, du triggerst uns. Bist du unter der Map, Vipix? Gibt's nicht. Vipix macht Emote, aber sehr assi. Oh. Bro, als ob das geht. Da bist du halt wahrscheinlich hier irgendwo. Wir können dich wahrscheinlich unmöglich treffen, oder? Vipix, gibt's eine Möglichkeit, dich zu treffen? Und wo ist der andere? Wo ist Shocky? Shocky meinte vorhin auch, er hätte ein Versteck, das wir niemals finden werden. Shocky ist auch krass versteckt. Okay, wo ist Shocky? Ich weiß nicht, wo ist Shocky? Oh, ich habe einen Ping gehört. Hier unten wäre auch crazy. Ich habe einen Ping gehört. Ihr habt den auch gehört. Ich höre ihn aus der Richtung. Er ist hier. Ganz nah. Er muss hier irgendwo sein. Shocky. Wir kommen und holen dich. Scheiße. Hier ist er irgendwo. Shocky auch starkes Versteck. Er ist hier irgendwo. Oh mein Gott. Ist er das? Oh mein Gott. Es hat ganz kurz gebuggt. Ihr habt es gesehen, Leute. Okay, dann bleibt nur noch einer übrig. Vipix. Starkes Versteck, aber Shocky. Rewrap. Es hat ganz kurz gebuggt. Da sah es sass aus. Okay, Vipix ist hier irgendwo, oder? Ist er immer noch da? Ey, wir haben noch eine Minute, Vipix Hitbox zu finden. Keine Ahnung, wie er da hingekommen ist, Real Talk.
Alpix, kannst du ja gleich mal reinschreiben, wo du bist. Also, wie du da hingekommen bist. Komm auf Ehre, ich verlass. Willkommen nicht raus. Weil komme nicht raus aus meinem Versteck. Achso, du verlässt die Round. Okay, ich check. Dann hätten wir... Ihr habt mich gefunden. True. Ich hab dich zuerst gefunden. Mit dieser komischen... Den komischen Balken, der mal wieder quer das Haus hing. Guck Discord. Okay, ich schau gleich Discord. Ja, sag ich. Wir sind gute Sucher. Ja, Sieg. Am besten war natürlich Schocki und dann Vipex. Vipex war natürlich... Naja, gut. Wenn wir sagen, ich habe ihn am Anfang schon gesehen. Gut, dann war Schocki der Beste. Mit einer starken Zeit auf jeden Fall am Start. Ich guck kurz auf Discord, was Vipex mir geschickt hat. Ja, aber wie bist du da jetzt hingekommen? Also wo warst du denn? Aber ich check... Hast du dich da irgendwie in den Raum geglitscht mäßig? Oder wie bist du da hingekommen? Das wäre interessant zu wissen, wie du da zum Teufel hingekommen bist. Ja, Schocki war stark. Im Treppenhaus da war stark. Ja, sage ich, war stark. Okay, Leute. Ich hätte jetzt Bock auf noch eine Runde Publix, Leute. Wäre da jemand noch dabei? Bei einem Ründchen-Duo? Sag ich gerne nach dem Stream, weil sonst gehen alle da rein. Ja, true. Ein Ründchen-Duo. Bisschen Battle Royale. Ne, bisschen Battle Royale. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, wie ich einladen soll. Deswegen, ich mache einfach öffentlich. Der Erste, der reinkommt, spielt mit mir jetzt noch eine Duo. Wir machen Duo Custom Games. Ne. Ja, und Vipex ist natürlich auf jeden Fall an ne, wir machen kein Ranked, Leute. Wir machen natürlich ohne Ranked. Wir machen Duo, Custom Games, Unranked. Duo, Custom Games, Unranked. Kommt gern alle rein. Das würde mich freuen. Joint gern rein. Habe ich Sprachchat jetzt an, Vipex? Hörst du mich? Ich weiß nicht, ob Vipex mich hört. Wir machen Duo, Unranked, ja, Custom. Oh ja, sehr nice. Ja, gute Runde. Mit komischen Bug-Uses hier. Du bist schon so ein Experte, dass du schon die Bugs ausnutzen kannst. Kassencode Dodo, Modus Duo, Leute, ihr seht es hier im Screen. Kommt gerne rein. Wir machen ein gutes Ründchen. Da würde ich auch empfehlen, wenn nach dem Stream, dass du das direkt entfernst. Kann ich das entfernen? Ja, kannst du. Es ist... Okay, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wo es ist. Okay, kann ich dir gerne nach dem Stream zeigen, weil on-stream wäre doof, weil wenn wir obvious. Scrap Hunt halt, gehen alle rein. Ja, okay, ich check. Ich wollte das einfach mal aus Langeweile probieren und ich hab's geschafft, hab ich gedacht, oh. Bruh. Nur stark. Ich hab mich halt dran gewöhnt, keinen Tanz am Anfang zu machen. Ja, okay. Jemand Duo? Yo, frag im Chat, Retalk, ja, true. Frag einfach im Chat, ob jemand Lust hat, mit dir ein Ründchen-Duo zu spielen. Vielleicht findest du jemanden, Pascal. Aber ist ja eh ein entspannter Sonntagsstream. Ich weiß gar nicht, was es sonst so für Creative Modis so gibt hier. Okay, hier gibt es erstmal ein Ikea Prop Hunt. Okay. Hier gibt es wahrscheinlich Prop Hunt von jeder Art. Was ist das mit diesem... Hast du schon mal ein Lego Auto, diese Autogeschichte da gemacht? Ja, du kannst jetzt im Lego-Modus deine eigenen Autos bauen. Ist das cool? Ja. Oh, ja, gut. Wenn das cool ist, ist fresh. Was ist das eigentlich mit diesem Skybrick Tycoon? Ich raff das immer nicht. Was ist das für ein Spielmodus? Was macht man da? Was ist das? Natural Disasters? Okay, Lego Prop Hunt. Brick Color Switch? Ich weiß auch nicht, was Color Switch heißt. Muss man ein paar Modis hier spielen. Klingen alle mal sehr verrückt. Die klingen immer alle überverrückt. Solo Late Game. Okay. No One Can Finish. Das sieht ganz gruselig aus, die Maps. Hier sind diese Autorennen-Maps. Guess the correct Logo. Davon bin ich ein paar im Spielen, die sind zum Teil sogar noch lustig. Ja?
Okay. Also hätte mir das mal jemand gesagt, als ich in Season 4 meine Ründchen gespielt habe, dass man irgendwann in Fortnite, keine Ahnung, Fußball spielen kann und, weiß nicht, Rocket League Autorennen fahren kann, hätte ich dem wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Weil damals gab es noch nicht mal eine Spielwiese, als ich angefangen habe. Da gab es gar nichts. Da gab's. Seit wann spielst du Vipex? Seit Season 4, Chapter 1. Aber auf dem, siehst du, genau, ne? Da gab's einen Duo-Modus, einen Solo-Modus und einen Squad-Modus. Und da endete die Kiste auch. Und manchmal jede Woche mal ein pures Gold oder so. Manchmal jede Woche ein Extra-Modus. Und 50-50 war öfters noch drin. Aber das war es auch. Da war nichts mehr in diesem Spiel. Nichts. Das war insane. Das war das Raw-Game. Wirklich. Rohes. Wieso kam erst in Season 5 dazu? Ja. Rohes Fortnite. Und in Spielwiese damals auch nur hier mit so hier Automaten und du kannst dir von. An den Dinger ist auch crazy, wirklich, wie man das damals gelöst hat. Janik, mein Bester, ich grüße dich. Wie man das damals gelöst hat mit diesen Yo hier Automaten und so. Gute alte Zeit, gut. Real Talk, gute Zeit. Gute Zeit. Pascal will mit mir spielen. Ja, Pascal, wir schauen gleich mal. Wir schauen gleich nochmal. Okay, ich würde sagen, komm, wir gehen rein. Kleines Ründchen. Let's go. Zack. Zack, zack. Was geht? Nicht viel. Was geht selber so bei dir so? Ich hoffe, es ist alles fit. Aktuell, wo landen? Ich gucke gleich, wie der Bus fliegt. Wir entscheiden es, wie so der Bus fliegt. Yep. Skin Contest heute nochmal? Wahrscheinlich nicht. Ne, wahrscheinlich heute wird auch kein Skin Contest mehr. Wahrscheinlich eher nicht, ne. Lasst uns. Boah, ich mag dieses Gebiet eigentlich gar nicht. Aber es ist gerade echt chillo. Lass uns alle The Underworld gehen, Leute. Alle The Underworld. Auch wenn ich das Gebiet nicht so mag. Wir gehen alle mal The Underworld. Wann war eigentlich nochmal neue Season, Apex? Weißt du das zufällig, wann die neue Season beginnt? Oder weiß das jemand im Chat, wann so neue Season ist? Ich hab da halt echt keinen Plan. Wie läuft's bei dir so? Ja, gut, Studium carried. Dauert halt ein bisschen, ne? 23? Wie 23? Am 23. Mai ist die neue. Mai, okay, in einem Monat ungefähr. Okay, ich wollte schon sagen, in zwei Tagen wäre auch ein bisschen früh jetzt für mich. Wäre jetzt ein bisschen sehr überraschend gekommen. Okay, in einem Monat, okay, ich check. Na, okay. Und da soll wieder OG so ein bisschen werden, ne? Habe ich gelesen. Irgendwo hatte ich ein paar Bilder gesehen, so, dass wieder diese alten Chapters wiederkommen sollen. Ja, wahrscheinlich wieder Ende dieses Kapitels halt soll wieder Chapter 2 Map kommen. Ja, aber Chapter 2 fand ich schon nicht so geil. Also die sollen mal wieder Chapter 1 bringen, das würde ich sehr fühlen. Das würde ich ein bisschen mehr fühlen, weil Chapter 2 hat es angefangen, dass das Game nicht mehr so geil wurde, wie es einst war. Das ist ein Set. Oh, Vibex, da musst du dich schon direkt loslassen. Hat er die Waffe gehabt? Nee, ich habe die Kiste nicht geöffnet bekommen und eine war irgendwo woanders mit der DMR. Ja. Boah, hier ist aber auch verwinkelt, der Schuppen hier. Oh, ich hab einen Shotgun. Boah, hier sind echt alle gelandet. Sehr gut. Oh, er ist so weit. Der hat 1 HP. Oh, sein Team hat aber nicht. Obwohl, jetzt doch. Oh, oh. Oh mein Gott, er hat wie HP? 57. Digga, er hat jetzt 200 Schild oder so. Okay, übertreib mal. Was ist denn das? Hätte schon direkt Schild gehabt. Aber geil, dass alle da gelandet sind. Sehr nice. Mir fehlt so ein bisschen dieses Tilted Towers, ne? Mir fehlt dieses Tilted Towers einfach. Real Talk. Tilted Towers wäre jetzt ein geiler Ort. Richtig schön, schönes Tilted. Aber was ich feiere, ist, glaube ich, was sie nächste Season auf jeden Fall einbringen wollen, ist ja, dass man sozusagen, dass dieses Creative-Ding mehr wird, auch so wie die Map, ne? Also, dass man mit Unreal Engine seine eigene Battle Royale Map erstellen kann, die auch wirklich so aussieht und so sich anfühlt wie dieser hier. Weil eigentlich ist ja immer noch ein Unterschied zwischen dem Modus und Creative, dass man so seine eigenen richtigen Battle Royale Modus bauen kann. Das ist irgendwie so ein technisches Geschichte war das. Ich habe das bei auf Twitter bei, okay, wie heißt der Leaker Nummer 1 da? Hypex oder so? Ja, Hypex. Der hat ja immer alles, ich weiß nicht, der arbeitet bei Epic oder weiß ich nicht was, aber der hat die ganzen. Oh, da kracht's. Also, ja, der dead. Also drei Leute sind Crimgate. Ein Crimgate, wo ist das? Ja, ist okay, ist um die Ecke. Der hatte das gepostet, glaube ich. Guck mal kurz, wo ich das. Das ist der Westworld Underworld gelandet. Kommt wahrscheinlich nächste Season dann auch diese Disney-Geschichte, ne? Bin gespannt. Nächste Season scheint eine gute Season zu kommt.
Da gab es doch mal dieses eine Bild, ne? Erinnerst du dich an dieses Bild da, wo die ganzen Welten so waren und so? Ja, ein Bild und ein Trailer gab's. Ja, genau. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich auch irgendwann kommt. Nächste Season dann erst. Wo jeder irgendwie Angst hat, dass man von Disney-Charakteren gekillt wird. Von Disney-Charakteren? Von, weiß gar nicht, was so klassische Disney-Charaktere so wirklich sind. Oh, blöd. Wollte ich jetzt hier den Beitrag gesehen von dem? Der postet zu viel. Nein, wollte ich nicht. Deswegen. Oh, da ist er weg. Nidam. Oh, Nidam auch. Absoluter OG-Zuschauer. Ganz klassischer OG-Viewer. Auch schon seine halbe Ewigkeit dabei. Machst du nichts? Machst du wirklich nichts? Man weiß doch, wer ich bin, ja klar, ist hier mein Bester. Wann ist eigentlich dein Studium vorsichtig beendet? Ja, ich bin jetzt im vierten Semester. Da kommen noch 6. Also in 3,5 Jahren wahrscheinlich ungefähr. Ja. 3,5 Jahre so, roundabout. Das ist auf jeden Fall so ungefähr die Regelstudienzeit. 5 Jahre insgesamt. Das ist auf jeden Fall auch mein Ziel, das zu schaffen. In Regelstudienzeit. So, wo sind die anderen beiden? Wir haben Milan, wir haben Pascal. Pascal auch am Start. Mit Mate noch. Wo ist jetzt 2 gegen 1. Und mir geht es leider nicht so gut. Hatte einen Unfall, mein Bein ist gebrochen. Oh, nee. Mit Fahrradunfall? Miese. Ja, gute Besserung, mein Bester. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ey, Real Talk. Zeit ist das. Digga, wirklich, die Zeit rennt, ist halt wirklich so ein geiles Sprichwort, aber es ist halt wirklich ehrlich so, ne? Die Zeit vergeht halt immer so ultra schnell. Außer man sitzt in einem langweiligen Unterrichtsfach, dann vergeht die Zeit irgendwie nie, aber eigentlich so grundsätzlich vergeht die Zeit eigentlich schon immer relativ schnell. Ne? Finde ich zumindest. Mir kommt es immer so vor, als wenn die Zeit so schnell vergehen würde. Das gefällt mir aber nicht, aber man muss ja kaum. Deswegen, hättest du Bock mit mir gleich eine Runde zu spielen? Ich weiß nicht, ob wir noch eine Runde machen oder ob ich vielleicht sogar jetzt schon gleich. Oh, warte mal, hat Dortmund gewonnen gegen Leverkusen? Oh mein Gott, wie war das Spiel, Leute? Ich hab's nicht gesehen. 1-1. Ey, die haben wieder nicht verloren. In der 90 plus 7. Digga, das gibt's nicht. In der 90 plus 7. Digga, ist das verrückt. Das ist ja komplett verrückt. Das ist völlig verrückt. Gut, Dortmund hat auch erst in der 81. das Tor gemacht. Digga, das ist ja völlig verrückt. Völlig verrückt. Das ist ja wirklich vollkommen verrückt. Warum hat Werder Bremen gegen Stuttgart gewonnen? Macht nicht so viel Sinn. Aber gut. Na gut. Es hat so gekracht bei mir. Bin Dortmund-Fan. Aber gut, ist das für Dortmund jetzt so wichtig? Naja, gut. Man will jetzt schon Champions League spielen, ne? Na gut, als Fünfter spielt man wahrscheinlich voraussichtlich auch Champions League. Deswegen, und Eintracht Frankfurt und Dortmund, da sind ja 12 Punkte Unterschied. Das wird eh nichts mehr. Das heißt, Dortmund ist eigentlich schon so gut wie safe in der Champions League. Besser als HSV-Fan. Ja, als HSV-Fan kracht es auch mächtig. Ja. Ich bin ja Hertha-Fan, da hat es heute auch gekracht. Aber gut, wir haben seit gestern hab ich auch losgelassen. Wir machen noch eine Saison unten, das ist gut. Wird nett. Oh. Aber ey, wer ist denn der Solo? Mila. Mila räumt hier das Duo aus dem Weg. Ja, Ball ist noch relativ low. Deswegen. Oh, Diegel. Oh, paar Diegel-Trickshots. Oh, schade. Oh, jetzt will ich aber zugucken da drüben. Bei Ovo. Oh, schauen wir mal Mila zu.
Bochum kommt auch runter. Stimmt, Ida, du warst ja Bochum-Fan. Ich erinnere mich an deinen Kommentar unter dem Dings. Ja. Digga, so, Union hat so eine Rotz-Saison. Aber weißt du, wenn es halt in der Saison noch drei Atzen gibt, die sich noch dümmer anstellen. Ich glaube, aber Bochum, Union, Mainz, das ist nochmal eine Kombo. Da wird es nochmal echt schwierig für Union. Die haben jetzt noch ein paar gute. Bochum, Union am 5. Mai. Das ist ja mal ein geiles Spiel. Und Köln ist auch noch da. Richtige Abstiegsduelle noch. Ich würde mir ja wünschen, wenn Union runtergeht. Dann wäre die zweite Liga wirklich almost perfect nächstes Jahr. Oh, jetzt ist noch 1-1. Er hat das Ding gedreht. Ja, und er wird's gewinnen. Ja, meinst du? Ja. Der andere da hat 16 HP. Ja, gut. Dann scheint es so auszusehen, als wenn er gewinnen würde, ja. Oh, schlau, schlau. Hat aber direkt kassiert. Alter, wie viel Damage machten die auf die Distanz? Was ist denn das? 46 Headshot? Stark. Mila stark. DMP ist stark und die Shotgun stark. Sehr, sehr stark. Sehr stark. Haben den Trainer halt rausgeworfen und jetzt trainiert der U19-Trainer gut. Manchmal vielleicht gar nicht so schlecht. Ey, Real Talk, Leute. Es ist 21 Uhr und ich kann euch heute für den Rest des Abends nur einen großen Tipp aussprechen. Bei The Zone läuft heute for free El Clasico. Ne? Also an jeden Fußballfan, El Clasico gibt's for free heute auf The Zone. Da werde ich jetzt gleich meine Abendbeschäftigung mit verbringen. Mir den El Clasico reinzuziehen. Da habe ich nämlich sehr Bock drauf. Deswegen verabschiede ich mich jetzt vom Hochformat-Stream auf YouTube. Viel Spaß dabei. Tschüssi. Dann verabschiede ich mich von TikTok. Geil, dass ihr im Start wart, TikTok. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich erst wieder nächste Woche Freitag sein. Aber da bin ich auf jeden Fall wieder da, denke ich. Mit Sicherheit. Vielen, vielen Dank an jeden, der da am Start ist. Auch nächste Woche wieder. Bestimmt wieder mit ein paar Rötchen ziehen könntest. Mit Sicherheit. Ne? Deswegen. Wieder schauen, reingauen an TikTok. Und zu guter Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. YouTube. Er mag uns nicht. Ey, Real Talk. Bin schon ein bisschen müde, deswegen heute harter Tag. Ich habe gestern nicht gestreamt, weil ich auf der Hochzeit meines Cousins war. Und da der in der Nähe von Hamburg gefeiert hat, komme ich heute schon aus Hamburg. Hamburg. Waren wir in Hamburg. Aber kurz, dass ihr am Start wart. Ciao, lass dann vielleicht einfach. Yo, safe, Yannick. Das klingt doch noch eine Idee. Dann würde ich sagen, bis Freitag.